Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Culture Talks hier auf München TV. Ja, wir sind heute zu Gast im Museum für Abgüsse klassischer Bildwerke hier im Haus der Kulturinstitute im Kunstareal. 150 Jahre Abgussmuseum feierte man 2019 und derzeit gibt es eine Sonderausstellung zu 50 Jahre Olympische Spiele hier in München. Also Grund genug, hier mal reinzuschauen und genau das machen wir jetzt. Ja, wir sind jetzt in der Dauerausstellung des Hauses und bei mir im Gespräch sind nun Dr. Andrea Schmölder-Weidt und Dr. Nele Schröder-Griebel. Schön, dass wir bei Ihnen sein dürfen. Hallo. Hallo. Rund 2000 Exponate gibt es hier im Haus. Damit sind Sie wohl einer der größten Abgussmuseen in ganz Deutschland. Mich würde natürlich erstmal interessieren, warum macht man denn eigentlich Abgüsse? Ja, vielleicht sagen wir erstmal ganz kurz, was wir überhaupt sammeln. Wie unser Name schon sagt, Museum für Abgüsse, sammeln wir Gipsabgüsse. Und klassischer Bildwerke verweist darauf, auf was wir spezialisiert sind. Nämlich auf Abgüsse nach griechischen und römischen Statuen und Reliefs. Und zwar vom 8. Jahrhundert vor Christus bis zum 5. Jahrhundert nach Christus. Die Sammlung deckt damit einen sehr großen Zeitraum ab und wir sammeln auch ein sehr großes Themenspektrum. Was uns außerdem sehr wichtig ist, ist, dass die Gipsabgüsse eine sehr hohe Qualität haben und sehr exakt das antike Original abbilden, also genau dieselbe Größe haben und auch alle Details genauso zeigen wie das Original. Und so genügen sie dann eben auch wissenschaftlichen Ansprüchen. Aber viele Besucherinnen und Besucher fragen sich tatsächlich, warum? Also warum sammelt man Kopien überhaupt? Zum einen ist es so, dass man nur in der Kopie, also nur im Abguss, viele Kunstwerke nebeneinander stellen kann, die im Original auf verschiedenen Museen auf der ganzen Welt verstreut sind. Und dieses Vergleichen, dieses Nebeneinanderstellen, dieses Unterschiede erkennen oder eben Parallelen erkennen, das ist eine ganz wichtige Methode in der Archäologie. Und das können wir eben sowohl für die Forschung gut einsetzen, aber eben auch für den normalen Besucher, für das breite Publikum. Außerdem ist es so, dass man nur im Abguss Stücke zusammenführen kann, die zum Beispiel in der Antike zu einer Gruppe gehört haben, aber die Originale sind zum Beispiel auf verschiedenen Museen verstreut. Das Gleiche gilt natürlich auch für einzelne Fragmente. Das heißt, man kann einzelne Körperteile von verschiedenen Skulpturen im Abguss zusammensetzen und hier also eine Rekonstruktion erproben, was man natürlich mit den originalen Marmorwerken nicht machen kann. Und so kann man in der Kopie tatsächlich experimentieren. Und das ist eben eines der wichtigsten Forschungsfelder auch in der Archäologie und für so eine Abgusssammlung. Und schließlich ist es so, dass wir im Abguss, wenn der Abguss aus einer historischen Form stammt, also selber schon sehr alt ist, manchmal Zustände vom originalen Kunstwerk belegen können oder zeigen können, der so gar nicht mehr existiert, weil zum Beispiel die Objekte im Krieg verschollen oder zerstört wurden oder weil sie im Original unter freiem Himmel stehen, das heißt durch Witterungseinflüsse, durch Erdbeben oder anderes beschädigt wurden. Das heißt, in vielen Fällen sind die Abgüsse die letzten Zeugen von originalen Kunstwerken und zeigen einen Zustand, der mehr zeigt eben als das originale Werk heute. Es gibt ja auch spezielle Techniken sozusagen, wie diese Abgüsse hergestellt werden. Sie haben hier ein paar Abgüsse sozusagen aufgebaut. Vielleicht können Sie mal erklären, wie das Ganze funktioniert überhaupt. Ja, sehr gerne. Also Abgüsse werden heute meist aus Silikonformen hergestellt. Hier haben wir eine solche Silikonform, die in einer Stützform eingepasst ist. In diese Silikonformen wird dann der flüssige Gips eingegossen, damit es auch jedes Detail erfasst, muss der relativ flüssig sein. Wenn der Gips dann trocken ist, wird er aus den Silikonform herausgenommen. Das sieht dann ungefähr so aus. Das sind hier zwei Hälften aus diesen Formen. Manchmal wird der Gips noch mit Rupfen verstärkt. Das sieht man hier. Diese zwei Hälften müssen dann natürlich noch zusammengesetzt werden. Ich mache das jetzt mal ungefähr, sieht das dann so aus. Die Naht wird wiederum mit Gips geschlossen. Sodass das am Ende dann so aussieht. Man sieht hier noch die Naht, wo der
Füllgips noch so ein bisschen rausgequollen ist. Das wird dann oft noch abgearbeitet, sodass man am Ende dann einen solchen Gipsabguss, fertigen Gipsabguss hat. 150 Jahre gibt es das Museum bereits. Die Frage ist natürlich, 150 Jahre, wie ging das damals überhaupt los? Genau, im Jahr 1869 wurde das Museum gegründet. Der erste Direktor war damals Heinrich Brunn, der schon sehr viele Abgüsse angekauft hat, aber dann auch unter seinen Nachfolgern wurden bis in die 1940er Jahre 2400 Abgüsse gesammelt. Es war also damals schon eine der größten Abgusssammlungen in Deutschland. Leider wurde das Museum fast vollständig zerstört. Im Januar 1945 haben Bomben die Sammlung getroffen und nur 15 Abgüsse sind uns aus dieser Zeit noch erhalten. In den 1970er Jahren begann dann der Wiederaufbau. Paul Zanker, der damalige Direktor, konnte mit staatlichen Mitteln, aber auch Drittmitteln, zum Beispiel der Deutschen Forschungsgemeinschaft, wieder sehr viele Abgüsse für das Museum ankaufen. Und sein Verdienst ist es auch, dass rund 150 Dauerleihgaben aus dem Metropolitan Museum in New York eine Bleibe hier im Museum gefunden haben und wir so auch einige historische Abgüsse heute zeigen können. Thema Rekonstruktion. Ich glaube, der Name Adolf Furtwängler ist da ein großer. Vielleicht kann man da mal auch noch ein bisschen was dazu sagen, weil das ist ja auch ein Thema, das da dazugehört, denke ich. Genau, Adolf Furtwängler, einer der großen Direktoren, Nachfolger vom bereits erwähnten Heinrich Brunn des Abgussmuseums, einer der wichtigsten Archäologen, deutschen Archäologen in der Geschichte und eben Direktor unseres Museums und Lehrstuhlinhaber vom Institut. Seine Meisterdisziplin war tatsächlich das Rekonstruieren von verloren gegangenen griechischen Urbildern, auf die ja wiederum die römischen Kopisten zurückgegriffen haben, um eben diese Meisterwerke in Marmor meistens zu kopieren in römischer Zeit. Und ihm ist zu verdanken, eben dieses Erproben, dieses Experimentieren mit Abgüssen. Er hat es wirklich auf die Spitze getrieben, dass man einzelne Körperteile von verschiedenen Statuen im Abguss zusammenführt und dadurch eine neue Statue im Grunde gewinnt und sich eben versucht, an dieses griechische Urbild heranzunähern. Jetzt sind ja diese Abgüsse hier in diesem Haus positioniert sozusagen immer schon. Und was ist das eigentlich für ein Gebäude, ein besonderes Gebäude, wo man das Museum untergebracht hat? Die Geschichte der Sammlung mit der Zerstörung im Zweiten Weltkrieg endet eben nicht da, sondern mit dem Institut für klassische Archäologie ist die Sammlung damals in dieses Gebäude gezogen. Sie sehen an der Architektur ein Gebäude aus den 30er Jahren, die damalige Verwaltung von der NSDAP. Mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs wurde hier in diesem Gebäude der Central Art Collecting Point der Amerikaner eingerichtet, in dem also Kunstwerke oder entwendete Kunstwerke versammelt und erforscht wurden und wieder zurückgegeben wurden, soweit möglich. Daraus hat sich wiederum das Zentrale Institut für Kunstgeschichte entwickelt und eben dieses Haus der Kulturinstitute. Und hier sind wir jetzt mit anderen 5 Institutionen untergebracht und es ist eine große Bereicherung für das Museum. Welche Rolle spielen Sie denn eigentlich innerhalb des Kunstareals? Durch diese räumliche Nähe, diese Geballtheit von Institutionen mit sowohl Museen, aber eben auch Forschungsinstituten, Hochschulen, Galerien, das ist ein ganz großer Gewinn, weil einfach viele Kooperationen, viele gemeinsame Events möglich sind. Ja, dann würde ich sagen, dann gehen wir rüber zur Sonderausstellung anlässlich des 50-jährigen Jubiläums von Olympia, das antike Olympia in München, so heißt die Ausstellung. Sehr gut. Schauen wir mal rüber. Ja. Ja, da sind wir praktisch auch schon mittendrin im antiken Olympia in München. Das sind keine Ringer. Nein, genau. Das sind zwei Athleten im Pankration, Allkampf auf Griechisch. Eine Sportart, die es in der Antike gab, ähnlich wie Ringen, aber es war fast alles erlaubt. Also eben nicht genau wie Ringen. Es war eine Sportart, die es auch in den antiken Olympischen Spielen gab. Und das zeigen wir eben auch hier bei uns in der Sonderausstellung, das antike Olympia in München. Diese Sonderausstellung hat ganz viel zu tun mit den Olympischen Spielen vor 50 Jahren in München. Damals gab es nämlich 1972 eine große Sonderausstellung zu den deutschen Ausgrabungen in Olympia. Die fand im Deutschen Museum statt. Damals, 100 Jahre waren das damals, glaube ich, gell? 100 Jahre, genau. Damals wurde die Ausstellung mit rund 100 Gipsabgüssen gezeigt. Und diese Gipsabgüsse kamen alle zu uns ins Museum. Und deshalb können wir heute wieder eine wunderbare Ausstellung machen zum antiken Olympia, wo wir dann nicht nur aber
was zu den Olympischen Spielen zeigen, sondern auch zum bedeutenden Zeus-Heiligtum, das es eben in Olympia gab. Ja, das fühlt sich alles sehr schön an, wenn man Gips auch mal wirklich spüren kann. Das sind jetzt, glaube ich, Teile, die zu den größeren Teilen gehören, die man dann praktisch hier mit dem Ganzen hier sehen kann, welche Aufgabe man hat. Und dann gibt es die Lösung sogar. Sie beide sind seit 2018 hier die Leitung. Und Ihnen geht es nicht wirklich darum, dass man jetzt die Sammlung erweitert, sondern eigentlich um die Vermittlung des Ganzen. Was ist da Ihre Vision sozusagen? Ja, wir möchten nicht nur eben für Forschung und Lehre da sein, sondern für alle neue und mehr Vermittlungsangebote schaffen. Und zwar auf ganz verschiedene Art und Weise. Und wenn ich verschieden meine, sage, dann meine ich auch verschieden. Wir möchten einmal mehr Kinder ins Museum holen. Wir haben hier den Comic Lisa und Linus und das Geheimnis der Gipsfiguren erstellt und stellen fest, dass das für Kinder ein sehr schöner Zugang ist zu unseren Abgüssen und auch zur Sammlung. Und dann geht es auch vor allen Dingen um Barrierefreiheit in jeder Form. Genau, im Moment haben wir ein Projekt vom Ministerium gefördert zu neuen barrierefreien Formaten, Vermittlungsformaten, insbesondere für sehbeeinträchtigte und blinde Besucherinnen und Besucher, aber auch eben für gehörlose und hörgeschädigte Besucherinnen, wo wir also ganz neue Formate entwickeln, zum Beispiel noch mehr Tastobjekte, Taststationen in die Sammlung mit reinnehmen wollen, Formate in Gebärdensprache, also Videos in Gebärdensprache, also im digitalen Raum zur Verfügung stellen wollen. Es geht uns aber insgesamt um eine Barrierefreiheit für alle, das heißt so ein bisschen unter dem Motto Antike ohne Barrieren wollen wir dieses Projekt auch ausweiten und fortführen, nämlich indem wir alle Barrieren, soweit es uns möglich ist, abbauen. Schon allein, dass wir keinen Eintritt nehmen, ist ja schon der Abbau einer Barriere. Alle unsere Führungen, öffentliche Führungen sind kostenfrei. Wir stellen die Kataloge zur Sonderausstellung als E-Book kostenfrei zur Verfügung und auch allein, dass man eben nicht um die ganze Welt reisen muss, um diese antiken Werke zu sehen, ist ja auch schon das Einreißen von Barrieren. Wir denken, viele Besucherinnen und Besucher haben sich schon immer einmal gewünscht, zum Beispiel vor die berühmte Laokoon-Gruppe im Vatikan ganz nah heranzutreten. Das kann man vor Ort natürlich nicht bei uns, aber eben kann man ganz nah an die berühmte Statue herangehen, quasi Auge in Auge mit dem Laokoon sich befinden. Wunderbar. Also dann, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, kommen Sie hierher, schauen Sie sich das Ganze mal an. Ich selber habe es vorher auch noch nicht gesehen. Es ist ein Erlebnis und wir sehen uns dann in 14 Tagen wieder zu einem neuen Culture Talk. Ihnen sage ich danke fürs Gespräch. Sehr gerne. Vielen Dank, dass Sie da waren. Und Sie machen es gut und bleiben Sie der Kultur treu.